glaube. Klingt gut. Ich glaube, hier gibt es ein Problem. Das Ding ist knüppelfest. Jetzt, also eben hat er sich noch gut. Kurz vor Abreißen. Also ich könnte den abreißen, ohne weiteres ist ja kein Problem, aber wir warten mal, ob das WD-40 hilft. Ich versuche jetzt hier nochmal. Oder meinst du, soll ich lieber eine Stunde einwirken lassen? Meinst du, macht einen Unterschied? Meinst du, dieses WD-40 hat ja Kapillareigenschaften, ne? Oh. Ah, jetzt kommt aber was. Aber es ist kurz davor, teig zu werden. Ja, aber noch dreht sich auch tatsächlich die Schraube. Der Einsatz? Die Schraube dreht sich. Okay. Hier kommt der Hintergrund. Oh! Immer dieses Ratschen ist unangenehm, aber jetzt kommt er. Ja, die Schraube dreht sich auch. Ah, WD-40, ne, Freunde? Und natürlich die Muskelkraft. Ne? Oh ja, jetzt. Jetzt reiß ich ab. Oh, da kommt aber. Oh, jetzt wird er nochmal hart. Muss man nochmal WD-40 nachspielen. Ja, da ist doch WD-40 alles drin. Ja, aber der zieht das ja nicht nach hinten mit raus. Ja, weil der jetzt natürlich über das dreckige Rostende drüber zieht. Ich spiel mal von hinten. Es ist flüssig, es steht im WD-40. Ja, gut, okay. So, jetzt müsste er gleich fallen. Das ist gut. Boah, ey. Boah. Also hier hat man nichts gebrannt, ne? Das Ding ist so kaputt, Alter. Ja? Ja, Alter. Oh. Würdest du sagen, das ist nicht in Ordnung? Würdest du sagen, es ist ein Lagerschaden vielleicht sogar? Hat da noch irgendwas dran auf der anderen Seite oder was? Würdest du sagen, es ist vielleicht, was ist das denn? Ist vielleicht ein Lagerschaden der Kurbelwelle? Was ist das? Ja, das Ding. Das hier ist irgendwas da noch irgendwas, hast du da irgendwas gerade reingesteckt oder was? Das Ding ist so kaputt, Alter. Ohne Scheiß. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ist kaputt. Ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich irgendwie an, als ob hier drin was kaputt ist. Ja, wir machen das mal auf jetzt. Wolltest du vorher noch raten, was das Geräusch ist? Ich habe eine Vermutung. Ja, das wird innen drin der. Da drin hat es gebrannt und das hat sich, ist da verklemmt da irgendwie. Also die Zündung innen drin ist einfach im Arsch, sag ich dir. Nee, ist doch, ich glaube, es ist die Kurbelwelle. Ne? Ja? Alter. Das ist nicht dein Ernst. Was ist es? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist es? Das ist wenigstens noch Video, ja, ne? Ja, ich hab's drauf. Ich zoome jetzt nochmal ran. Alter. Was ist es? Ich habe nur einen kleinen Spalt gesehen. Was ist es? Komm mal bitte hier hin, dass das... Nee, das Point of View. Point of View. Sag mir nicht, dass das, nee, das ist, was ich denke. Nee, komm mal hier hin, du siehst nichts. Mach Film hier drauf. Ist es das, was ich denke? Der Gesicht. Warte, guck bitte nochmal genauso. Warte. Ich bin bereit. Bist du bereit? Warte, ich muss kurz stabilisieren, ich lache noch zu viel. Okay. Jetzt.
Das, liebe Freunde, habe ich auch wie ich so in dieser Art noch nie gesehen, in über 15 Jahren. Sag's nochmal bitte. Nee. Was jetzt kommt, hast du noch nie gesehen. Was jetzt kommt, ne? Hab ich noch nie gesehen und ihr höchstwahrscheinlich auch noch nicht. Oh Gott. Ja. Verstehst du? Ja, ist aber doch genauso, wie ich gesagt habe. Das Ding ist aufgebläht und da drin. Was zum Teufel? Das Ding, der hat hier so einen Haufen Scheiße. Der hat sogar versucht, noch irgendwie hier reinzubohren. Das auch noch. Alter. Was ein. Ja, aber ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Was, Alter, was ein hat der? Krasser. Was hat er denn da gemacht, Alter? Ey, der hat irgendwas abgerissen und hat versucht hier reinzubohren irgendwie und ich weiß noch nicht mal, wie er das festbekommen hat. Da ist auf jeden Fall alles Langloch ausgeschlagen. Das Ding hat auch überall logischerweise geschliffen. Und das war's. Das Gehäuse ist im Eimer. Wie kannst du genau gar nichts machen? Du bist richtig sauer jetzt, ne? Willst du den grüßen, den Typ, der das verkauft? Mir geht's auf den Sack, man verkauft nicht so eine Scheiße an irgendjemanden. Ja, ist richtig. Nur weil man halt irgendwie merkt, dass man zu dumm ist, so eine Scheiße ordentlich zusammenzuschrauben und dann schnell irgendwie verkaufen und verarscht den Typen noch. Ich hab's nicht gekauft, aber mich reg's trotzdem auf. Ich an deiner Stelle, ne? Wäre ich an deiner Stelle, da würde ich mich ein bisschen, würde ich sagen. Ich bin ja eher der gelassene Typ, ne? Aber ich kann auch verstehen, dass du dich aufregst. Ich find's nicht okay. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, das ist halt einfach affig. Sowas machst du nicht. Punkt. Ja. Kannst du nicht irgendwo dich hinstellen, irgendwas verkaufen mit einem guten Gewissen und dann packst du es aus und kriegst so eine Scheiße. Ehrenlos. So, Freunde, wir haben einen Anlass zum Feiern. Der Umbau von Kais Runner ist fertig, wie ihr sehen könnt. Deswegen auch diese äußerst entspannte und legere Haltung unsererseits. Ein kleiner Kaffee mit so 1 bis 7 Schuss Rum drin. Ob diese Geschichte wirklich... Ob diese Geschichte wirklich wahr ist, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Wobei, wir sind ja schon am Ende der Sendung. Genau. Und wir haben uns hier versammelt, um erstmal über den Kaffee, ne? Und falls euch nicht aufgefallen ist, der Daniel sieht ein bisschen anders aus als sonst. Hat einen festlichen Pulli an. Ich auch. Das heißt... Du siehst nicht anders aus als sonst. Ja, aber ich habe zumindest einen Weihnachtspulli an. Das heißt, es ist das letzte Video vor Weihnachten. Das möchten wir natürlich gerne nutzen, um euch ein frohes Fest zu wünschen. Eine schöne Zeit, viel Gesundheit für euch und eure Familie. Wir sagen bewusst noch nicht guten Rutsch. Hat er mir nämlich verboten, wollte ich gern, darf ich nicht. Ja. Hat aber folgenden Hintergrund, denn... Wir hauen noch ein Video raus, bevor das neue Jahr beginnt. Was es da genau zu sehen gibt, ja, das seht ihr dann. Wissen wir auch noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass ihr ab jetzt 15% auf alles im gesamten Onlineshop bekommt mit dem Rabattcode, den wir hier einblenden. Wie lautet der denn? Xmas. Oh. Weißt du, wie man es schreibt? Mit einem X und dann Mess. Ja, genau. Deshalb blende ich es nämlich unten nochmal ein. 15% auf alles. Mindestbestellwert 150 Euro. Wenn euch eure Oma vielleicht noch ein Fuffi zugesteckt hat oder ihr sonst noch irgendwo Geld aufgetrieben habt durch dubiose Nebengeschäfte. Bankraub. Dann könnt ihr jetzt für 15% einkaufen, könnt euch ein paar schöne Tuning-Teile holen. Ja, ja, wenn ich Teile sage, lacht er immer so. So, und... ein Video gibt es noch vom Jahreswechsel. Ja? Willst du noch was sagen? Ja, schönen 4. Advent. Jetzt auf einmal, ja. Tschüss.